Legacy, ne? Also ich will, dass Leute sich an mich erinnern irgendwann. Ich weiß, ich werde nicht für immer auf dieser Welt sein. Und wenn ich irgendwann weg bin, will ich, dass Leute sich immer noch an mich erinnern und zurückdenken und sagen, dass ich ihnen geholfen habe oder ihren Kindern geholfen habe oder einfach was Positives mit mir in Verbindung gebracht wird. Und ich würde es schade finden, wenn ich von dieser Welt gehe und ja, ich nichts hier gelassen habe, was andere Leute hilft bzw. inspiriert. Von daher, ja, versuche ich jeden Tag einfach das Beste zu geben. Und die Motivation ist einfach, dass ich weiß, dass ich irgendwann ankommen werde. Und ja, das macht mich sehr stolz. Aber ich habe noch sehr viele Ziele im Basketball und die halten mich auch nachts noch wach. Von daher muss ich hart trainieren, will hart trainieren und der Marathon continues. Es gibt Momente im Leben, da habe ich mich sehr geschämt. Da war ich auch sehr down. Und ich glaube, es gehört dazu, dass man auch dann mal unten ist. Und das ist auch mal gut und man kann reflektieren. Und sich dann wieder rausgeboxt, halt auch alleine. Ne? Du musst halt dann alleine irgendwie für dich bestimmen, willst du dieses Leben weiterführen oder nicht. Du musst Entscheidungen treffen und dann einfach dich selbst nicht anlügen. Klar ist Familie wichtig und Leute, eine Freundin oder gute Freunde, aber du bist der Schlüssel. Und das habe ich dann realisiert und es muss von einem selber kommen. Und das ist es dann auch. Geschafft würde ich nicht sagen. Ich bin auf einem guten Weg. Ich habe mich gebessert. Der Kampf geht weiter. Es wird immer wieder neue Sachen geben, auch in der Zukunft, die einfach aus der Bahn werfen, aber das gehört zum Leben. Ich bin auf jeden Fall reifer geworden und ich kann besser Sachen ja, hierarchisieren. Also Basketball ist das Wichtigste an erster Stelle und alles andere kommt darunter. Also im Sport ist es wichtig, diesen Hunger zu behalten. Ich habe diesen Hunger immer noch. Ich will immer noch Leuten zeigen, wer ich bin. Und das, ja, das triggert mich, spornt mich an, immer Hochleistung zu bringen, immer zu performen. Und sonst außerhalb ist glaube ich, Liebe wichtig. Viel Liebe, viel Lachen, viel ja, mit Leuten sein, die man mag. Ich glaube, diese Welt hat sehr viel Hass und sehr viel Negativität in sich. Und es ist einfach wichtig, dass du dich mit Leuten umgibst, die dich positiv beeinflussen bzw. dich positiv pushen. Weil ja, nur so kann man, glaube ich, Großes erreichen. Zurückgeben war immer schon ein großes Thema für mich. Ich weiß, in welcher Position ich bin. Ich bin jetzt nicht Michael Jordan, aber ich spiele in der Bundesliga, in NBC eine wichtige Rolle. Und ich weiß, die Kids dort schauen zu mir hoch. Ich versuche immer was zurückzugeben, immer positiv zu sein, nett zu sein. Und ich stelle mich auch meistens dann auf die gleiche Stufe wie die Fans, damit die merken, ich bin auch nur ein Mensch. Und wo ich damals, ja, wo ich jünger war als Kind und Basketballspiele gesehen habe, habe ich mir immer gewünscht, dass Profis zu mir kommen und mir quatschen, mit mir interagieren oder mit mir einen Ball auf den Korb werfen. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese Kleinigkeiten nach dem Spiel zum Beispiel mit Fans zu reden, dass es für mich nicht mal anstrengend ist, aber es ist für sie halt was Wichtiges oder ich gebe den Leuten was mit und wie gesagt, von daher, ich bin immer da, offen mit Leuten zu reden. Ich bleibe auch lange, unterschreibe für jeden, der eine Unterschrift haben will, das Trikot oder den Schal. Und ich versuche einfach den Leuten Positivität mitzugeben und denen auch ja, zu zeigen, dass ich ein Mensch bin und keine Maschine. Gott hat mir das Talent gegeben oder diese Gabe, diesen Körper. Aber es ist jetzt nicht meine Aufgabe, mich darauf aufzugeilen oder darauf, mir einen Film zu schieben, wie man in NRW so sagt, also beziehungsweise abzuheben, sondern Leute mitzureißen, junge Menschen, die vielleicht keine Vorbilder haben, mitzureißen, mitzunehmen. Und wir haben alle tiefe Momente in unserem Leben. Wir sind alle Menschen, wir brauchen alle die gleichen Bedürfnisse. So. Und auch wenn ich dann ab und zu mal meine Storys so, you got this, poste, du hast es, du kannst es schaffen, dann meine ich es wirklich ernst. Und wenn ich dann nur ein paar Leute berühren kann, dann ist das für mich zufriedenstellend, weil ich hoffe, dass diese Welt sich einfach positiver entwickelt. Wie gesagt, es ist sehr viel Negativität gerade, sehr viel Hass, Kriege. Und ich hoffe, wir kommen immer dahin, dass wir einfach alle wieder in einem Strang ziehen und dass wir mehr miteinander sind. Und diese Sachen sind für mich ganz wichtig.